Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Hypos-Update für Anleger begrüßen. Wir blicken auf die Eurozone und erläutern Ihnen, warum Sie jetzt über Risikostreuung nachdenken sollten, nicht um die Rendite zu erhöhen, sondern um das Risiko in Ihrem Portfolio respektive in Ihrem Vermögen konstant zu halten. Wir werfen zunächst einen Blick auf die wirtschaftlichen Daten. Exemplarisch sehen Sie die Kreditvergabe der Banken an den privaten Sektor, dargestellt für verschiedene Länder der Eurozone und auch für die Eurozone als Ganzes. Und Sie sehen das hier am rechten Rand, dass die Werte tendenziell eher nach unten abknicken bzw. sich auch nicht auf das Niveau zubewegen konnten, was wir vor der Finanzmarktkrise und der anschließenden Euro- und Staatsschuldenkrise gesehen haben. Also die wirtschaftlichen Daten bleiben weiter schwach, auch wenn Sie den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe nehmen oder auch andere Konjunkturindikatoren. So muss man leider sagen, dass die Daten jedoch tendenziell momentan enttäuschend sind. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Preisentwicklung nicht im Sinne der Europäischen Zentralbank stattfindet. Die Notenbank verfolgt hier das Ziel, dass die Inflationsrate um einen Wert von 2% herum pendelt. Sie sehen es in Türkis dargestellt, das ist die Inflationsrate für alle Güter. Wir sehen hier einen Wert von minus 0,2%, also eine disinflationäre Tendenz. Und auch wenn wir die schwankungsreicheren Komponenten wie Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak herausrechnen, sehen wir lediglich einen Wert von 0,7, also weit unter dem, was die Europäische Zentralbank sich als Wert vorstellt. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Notenbank auch diese Daten dazu nutzen wird, um weitere Interventionen in den Markt zu begründen. Gleichzeitig schauen wir auf ein unterschätztes Risiko, das ist ein Indikator, der ebenfalls von der Europäischen Zentralbank berechnet wird, der Composite Indicator of Systematic Stress. Hier gehen verschiedene Indikatoren ein, mit der man versucht, den Stress im Finanzsektor hier letztendlich auch zu messen. Und wir sehen, dass wir natürlich unsere Ausschläge hatten im Rahmen der Lehman Brothers Pleite und der anschließenden Finanzkrise. Dann natürlich noch die Ausschläge im Rahmen der Höhepunkte um die Euro-Staatsschuldenkrise und die Währungskrise, Sie erinnern sich vielleicht, dann kam Mario Draghi und hat gesagt, okay, wir werden alles tun, was notwendig ist, dann hat sich das ganze Thema wieder beruhigt und ja, jetzt sehen wir hier wiederum einen gewissen Anstieg und unseres Erachtens ist das auch durchaus etwas, was die Notenbank beobachten wird und was in Kombination mit den schwachen wirtschaftlichen Daten, der unerwünscht niedrigen Inflationsrate und auch den politischen Querelen dazu führen könnte, dass wir eben entsprechend hier weitere Interventionen der Notenbank sehen, die den Anlagenotstand in der Eurozone erhalten. Dieses Risiko wird leider momentan auch gering vergütet, also grundsätzlich dieses Risiko, ja sein Geld in einem Währungsraum investiert zu haben, der doch gewissen Spannungen unterliegt und nicht nur auf der Währungsebene, sondern auch die Europäische Union hat ja im Angesicht der Flüchtlingskrise momentan viele Punkte, die politische Uneinigkeit hier nach vorne treiben und man könnte eigentlich erwarten, dass Risiken bezahlt werden, mehr Risiko heißt also mehr Rendite, aber Sie sehen es hier dargestellt, die Rendite für 10-jährige italienische Anleihen liegt bei 1,4%, die für spanische Anleihen bei 1,6% und für deutsche Anleihen bekommen sie für eine 10-jährige Restlaufzeit eine Rendite von 0,11%. Also das ist wirklich extrem niedrig. Man kann also durchaus sagen, dass dieses mögliche systemische Risiko momentan überhaupt nicht reflektiert wird. Unseres Erachtens die Preise verzerrt durch die Anleiheaufkaufprogramme der Notenbank und durch das Vertrauen der verschiedenen Marktteilnehmer auf die weiteren Aktivitäten hier der Währungshüter. Und wenn wir das im Fazit zusammenfassen, dann sehen wir hier die Preisentwicklung in der Eurozone, die ist besorgniserregend. Wir sehen, dass die wirtschaftlichen Daten weiterhin von Strukturproblemen geprägt sind und dass vor allem auch die Ursachen der Euro- und Staatsschuldenkrise nicht wirklich adressiert worden sind. Man hat die Probleme in die Zukunft geschoben und das, was die Geldpolitik tut, das ist natürlich lediglich eine Brücke zu bauen, respektive natürlich Zeit zu erkaufen, aber am Ende des Tages kommt es auf die Politik an und wir dürfen doch bezweifeln, ob die aktuelle Uneinigkeit, die hier durch die Flüchtlingskrise ja auch durchaus entsteht oder auch hier diese Brexit-Diskussion, ob die jetzt momentan die Politik so ein, dass wir hier wirklich vorankommen und im Kern, wir haben es gesehen, aufgrund der niedrigen Renditen das politische und systemische Risiko in der Europäischen Union respektive in der Eurozone wird aktuell wohl nicht bezahlt, weil wenn es bezahlt werden würde, müssten die Renditen höher sein. In der Konsequenz sind Änderungen also notwendig, nicht um mehr Rendite zu generieren, sondern das Risiko konstant zu halten.
Das heißt, die logische Konsequenz aus Anlegersicht, die heißt ganz klar, gegebenenfalls Investitionen in andere Anleihemärkte, also außerhalb der Europäischen Union. Zusätzlich könnte man überlegen, ein Währungsrisiko zu tragen. Sie wissen, Währungen bieten Chancen, aber auch Risiken. Ergänzend könnte man über andere Vermögensklassen nachdenken, wie zum Beispiel Aktien, Edelmetalle oder Immobilien. Und im nächsten Schritt auch alternative Anlagestrategien, also Strategien, die nicht nur darauf setzen, dass Wertpapiere im Preis weiter steigen, sondern die auch versuchen, relative Preisdifferenzen zu nutzen, respektive Strategien, die auch daran profitieren oder davon profitieren können, dass sich Vermögenspreise nach unten bewegen. Im Kern also Diversifikation, Risikostreuung, das sollte individuell sein, individuell auf Basis ihrer finanziellen Risikobereitschaft, individuell auf Basis ihrer bestehenden Vermögensstruktur. Dazu muss man diese analysieren. Das Stichwort Vermögensstrukturanalyse fasst das zusammen. Und im letzten Schritt stehen wir natürlich auch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie können zum einen die Zugangsdaten zu einem wissenschaftlich basierten Fragebogen zur Ermittlung Ihrer finanziellen Risikobereitschaft kostenfrei bei uns anfordern, per E-Mail unter info@ypos-fp. In dem Betreff schreiben Sie bitte einfach Risiko. Die Analyse steht Ihnen direkt nach Vollendung als PDF zur Verfügung. Und wir stehen Ihnen natürlich wie gewohnt als Ansprechpartner zur Verfügung, um sich eine zweite Meinung zu Ihrer bestehenden Anlagestrategie zu holen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald. Auf Wiedersehen.